Damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, wenn auch die namentliche Abstimmung weiterhin in der Westlobby hier noch läuft. Noch eine gute Viertelstunde geht es hier dann trotzdem im Plenum schon mal weiter. Und da geht es um das sogenannte Familiensplitting. Die AfD hatte schon in ihrem Wahlkampf ein solches Familiensplitting gefordert und damit für sich geworben. Es geht darum, Familien zum Beispiel durch die Kinderfreibeträge mehr steuerlich zu entlasten und zum Beispiel Familien ab dem dritten Kind bis zu einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro von der Einkommensteuer zu befreien. Und dazu gibt es jetzt von der AfD-Fraktion hier auch zwei Anträge, die hier jetzt diskutiert werden. Unter anderem fordert die AfD-Fraktion da die Bundesregierung auch auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem auf bestimmte Produkte nicht mehr mit 19% besteuert werden, sondern nur noch mit 7%, nämlich Kinderartikel und Dienstleistungen mit Kindesbezug. Das wird hier gleich nochmal der familienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion auch erläutern. Martin Reichert ist hier schon als erster Redner angekündigt. Aber es dürfte auch interessant sein, was die Fraktionen der Ampelkoalition in dieser Debatte sagen. Denn die Ampelkoalition möchte ja das Ehegattensplitting weiter abschaffen, zum Teil zumindest. Von daher wird das eine interessante Debatte. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Regierung versucht, wie schon viele Regierungen vor ihr, erfolglos Kinderarmut zu bekämpfen. Wobei der Begriff Kinderarmut in die Irre führt, denn Kinderarmut ist Familienarmut und deshalb müssen Familien unterstützt werden. Passiert ist in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig. Ständig steigen die Zahlen von Kindern, die in Armut leben. Elternsein erhöht das Risiko, arm zu sein, und Eltern sind unfreiwillig arm, meine Damen und Herren. Auch deshalb sind die Geburtenraten historisch niedrig, deshalb werden Kinderwünsche nicht erfüllt. Statt das Armutsrisiko durch Kinder zu senken, handelt die Politik konträr. Sie kassiert bei Eltern ab. Seit einem halben Jahrhundert leistet sich Deutschland eine der weltweit niedrigsten Geburtenraten. Die Folgen der demografischen Katastrophe werden immer offensichtlicher. Sozialsysteme kollabieren, Fachkräftemangel lähmt Industrie und Handwerk. Der Auftrag einer jeden Bundesregierung ist es, für den Bestand des Staatsvolks und damit für die Zukunft des Staates Sorge zu tragen. Anstatt einer aktivierenden Familienpolitik setzt unsere Regierung aber auf Massenmigration. Über 2 Millionen Menschen sind in den letzten 6 Jahren über das Asylsystem eingewandert. 60 Milliarden Euro kostet uns diese verfehlte Politik der Bundesregierung nach offiziellen Angaben. Geld, meine Damen und Herren, das Familien fehlt, Geld, das in Familien nachhaltig angelegt wäre und das jetzt endlich angelegt werden muss. Mit unseren beiden Anträgen wollen wir Familien gerade in der heutigen Situation von Inflation und steigenden Energiekosten, aber auch langfristig entlasten. Mit dem Antrag zum Familiensplitting wollen wir Familien stärken, die arbeiten und Steuern zahlen. Mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf 7% für Artikel des Kinder- und Familienbedarfs entlasten wir die Familien direkt an der Kasse. Die AfD will als einzige Fraktion in diesem Hause einen wirklichen Paradigmenwechsel. Wir wollen Familien in den Mittelpunkt der Politik stellen. Mit dem von uns geforderten Familiensplitting wird Familien endlich Steuergerechtigkeit zuteil. Ein Familiensplitting, bei dem die Anzahl der Kinder in der Einkommenssteuer gewichtet wird. Ein Familiensplitting, bei dem Familien mit 1 bis 2 Kindern spürbar entlastet werden und eine durchschnittliche Familie mit 3 Kindern keine Steuern mehr bezahlt. Das Kindergeld soll darüber hinaus ohne günstiger Prüfung weitergezahlt werden. Denn wir brauchen starke Familien, die sich wieder trauen, Ja zu Kindern und Familien zu sagen. Das ist nicht, wie das hier einige Fraktionen im linken Bereich meinen, rückwärtsgewandt, sondern zutiefst modern und ein Bekenntnis zur Zukunft Deutschlands. Unsere Forderung, die Mehrwertsteuer für Produkte des Kinder- und Familienbedarfs zu senken,
haben wir bereits in der letzten Legislatur gestellt. Und gerade in Zeiten hoher Inflation werden besonders Familien mit mittleren und geringen Einkommen überproportional belastet, denn sie decken vielfach ihre Grundbedürfnisse im Wesentlichen. Mit der Senkung der Mehrwertsteuer werden alle Familien direkt entlastet. Jeder, der Kinder hat, kennt die Kosten. Windeln, Schul- und Bastelmaterial, Bekleidung, Schuhe und so weiter und so weiter. Alleine bei der Erstausstattung für Neugeborene und der Kinderkleidung sparen Familien für das Neugeborene im ersten Jahr 450 Euro. Kinder, meine Damen und Herren, sind eben nicht politisch verfügbar. Kinder sind nicht rechts oder links. Sie sind eben einfach Kinder. Und darum muss in diesem Hohen Hause eine Koalition aller Parteien entstehen, mit dem Ziel, die Kinderarmut wirksam zu bekämpfen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion, spricht nun Michael Schrodi, SPD-Fraktion und Mitglied im Finanzausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die AfD-Fraktion stellt zwei Anträge. Einen davon hat sie vor eineinhalb Jahren schon einmal gestellt. Da wird die Bundesregierung aufgefordert, ein Gesetz vorzulegen zum Familiensplitting. Der Antrag ist nahezu identisch jetzt noch einmal eingebracht. Es gab damals keinen Grund dafür zu sein. Dieser Antrag ist sogar noch einmal schlechter geworden. Insofern gibt es keinen Grund, dem zuzustimmen. Denn anders als Sie es hier behauptet haben, tut dieser Antrag nichts gegen Kinderarmut. Das ist auch gar nicht Ihr Anliegen. Deshalb lehnen wir Ihnen den Antrag auch ab. Erstens mal, um was geht es Ihnen tatsächlich? Wenn wir über Familienförderung, über Förderung von Kindern sprechen, dann denken wir daran beispielsweise, dass es um Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, dass es um gesellschaftliche Teilhabe von Männern und Frauen geht, dass es um ein sorgenfreies Aufwachsen von Kindern geht, um Chancengleichheit für unsere Kinder. Tatsächlich ist das, was Sie hier vorlegen, ein Paradigmenwechsel. Wäre es nämlich eine Rolle rückwärts ins letzte Jahrtausend der Familienpolitik. Und den werden wir sicher nicht mitmachen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die AfD denkt an die Alleinverdiener-Ehe. Sie denkt an die Frau im Haushalt. Und sie denkt vor allem, das ist ein zentraler Punkt in diesem Antrag, an das Geburtendefizit. Sie haben es sogar richtig zitiert aus Ihrem Grundsatzprogramm. Die AfD fürchtet die Schrumpfung, wie sie schreibt, unserer angestammten Bevölkerung. Und deshalb sei der Erhalt des eigenen Staatsvolks vorrangige Aufgabe der Politik. Heißt also, die Frau reduziert auf die Rolle der Mutter, der Hausfrau, der Gebärenden eine Rolle rückwärts. Das ist keine Familienpolitik, sondern krude nationalistische Bevölkerungsideologie, die Sie hier vortragen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zweitens, wenn wir an Familienpolitik denken, dann wollen wir erreichen, dass Kinder kein Armutsrisiko sind, dass Kinder nicht in Armut aufwachsen müssen. Wir haben da noch etwas vor uns. Das ist uns bekannt. Wir wollen, dass finanziell schwächere Familien ein gutes Leben führen können, dass Kinder auch aus finanziell schwächeren Familien Chancen haben. Der AfD-Antrag macht genau das Gegenteil. Er fördert vor allen Dingen besser verdienende Familien mit hohem Einkommen. Warum ist das so? Sie wollen A, diejenigen besonders fördern, die drei oder mehr Kinder haben. Auch da wird schon klar, es geht nicht darum, Familien zu fördern, sondern mehr Geburten zu fördern. Aber es geht auch darum, und das haben Sie in Ihrem Antrag formuliert, um die Förderung von höchsten Einkommen. Wie und warum ist das so? Sie wollen, dass Familien ab dem dritten Kind bis zu einem Jahreseinkommen von 100.000 Euro völlig oder nahezu von der Einkommensteuer freigestellt werden. Ich glaube,
Sie wissen gar nicht, was das eigentlich in der Einkommensverteilung bedeutet, bis wohin Sie entlasten wollen. Das sind bis in die 5% höchsten Einkommen, die Spitzenverdiener in diesem Land, die Sie vollkommen von der Steuer befreien wollen. Und die 20% Familien mit dem geringsten Einkommen würden davon gar nicht profitieren, weil die unter dem Grundfreibetrag liegen und deswegen gar nicht von dieser Maßnahme profitieren würden. Das heißt, Sie entlasten die Spitzenverdiener, die Familien, die es dringend bräuchten mit den kleinen Einkommen, überhaupt nicht. Sie machen Umverteilung von unten nach oben. Und das werden wir auch nicht mitmachen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Übrigens, in dem letzten Antrag, 21.04. des letzten Jahres, waren Sie zumindest ein bisschen ehrlicher, weil Sie da reingeschrieben haben, was das eigentlich kosten würde. Bis zu 67 Milliarden Euro jährlich würde dieses Geschenk für Superreiche bedeuten, ohne dass Sie einmal sagen, wo Sie das gegenfinanzieren wollen. Das ist Finanzvoodoo, aber keine Finanzpolitik mit Augenmaß und natürlich auch mit der falschen Richtung. Deswegen auch lehnen wir diesen Antrag ab. Und der Antrag hilft nicht. Er verschärft Probleme. Ihr Antrag setzt Anreize für Frauen zu Hause zu bleiben. Er degradiert Frauen in die Rolle der Hausfrau und Mutter. Nein, aus der AfD-Fraktion nicht. Und er liegt Er hilft Familien nicht, er schadet. Die Ampelkoalition hat sich vorgenommen und auch schon umgesetzt, für Familien etwas zu tun, Kindern zu helfen. In der Infrastruktur, mit dem Guter-Kita-Gesetz, auch schon in der Großen Koalition, jetzt mit dem Kita-Qualitätsgesetz werden wir das Betreuungsangebot verbessern. Das hilft auch Familien und Familie und Beruf zusammenzubringen und hilft beispielsweise auch Frauen, eine Arbeit einzunehmen. In Ihrem Entwurf, wenn Frauen zu Hause bleiben, das ist die Altersarmut der Zukunft. Denn wenn sie nicht in die Arbeit geht, dann zahlt sie auch nicht in die Rente ein. Und das ist die Altersarmut von Frauen für morgen. Da wollen Sie Frauen hinhaben. Da wollen wir sie nicht haben. Wir wollen sie gleichberechtigt in unserer Gesellschaft, in unserer Mitte haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zum Zweiten. Wir haben den Kinderfreibetrag erhöht. Wir haben den Alleinerziehendenfreibetrag jetzt im Steuergesetz erhöht. Das Kindergeld so stark erhöht wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und wir werden auch, das ist vereinbart in dieser Koalition, die Kindergrundsicherung auf den Weg bringen, die gerade dabei helfen wird, Kinder aus der Armut zu bringen, Familien, genau anders als Sie es wollen, diejenigen, die finanziell schwächer sind, die Hilfen brauchen, finanziell stärker zu machen, finanziell zu entlasten und die es nicht brauchen, eben nicht. Das heißt, wir machen sozial gerechte Politik für die Familien in diesem Land. Das werden wir weiterhin tun und Ihren Antrag natürlich ablehnen. Und der nächste Redner in der Debatte ist Johannes Steininger für die Unionsfraktion. Und auch Johannes Steininger sitzt im Finanzausschuss. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst mal, ich weiß gar nicht, ob Sie das alle gehört haben. Also ich finde es unmöglich, wie hier reingeplökt wird von den Kolleginnen und Kollegen der AfD. Hier wird der Kollege Schrodi als vaterlandsloser Geselle beleidigt. Ich finde es eine Unverschämtheit. Diejenigen, die unpatriotisch sind in diesem Land, ist Ihre Fraktion, die sich ja vor wenigen Wochen noch gewünscht hat, dass es mit Deutschland bergab geht, dass Sie Ihr braunes Süppchen hier kochen können. Von daher lassen Sie bitte diese Zurufe. Und Die Präsidentin hat ja zu Beginn der Debatte darauf hingewiesen, dass wir heute Nacht eigentlich bis um 3 Uhr Tagesordnung haben und dass wir uns alle an unsere Redezeiten halten sollen. Eigentlich hätte man sich diese Debatte sparen können. Weil wir haben diesen Antrag zum Familiensplitting und den Antrag zu der Umsatzsteuer
genauso vor anderthalb Jahren hier schon mal im Deutschen Bundestag diskutiert. Ich habe mir gerade die Rednerliste angeschaut und habe sie verglichen mit dem Protokoll. Ja, wir sprechen alle wieder, jedenfalls die, die damals auch mit dabei waren. Und das Ergebnis wird am Schluss nicht anders. Das Ergebnis wird am Schluss nicht anders sein, dass wir diesen Antrag hier ablehnen. Und Sie haben am Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen der AfD, Sie haben am Schluss kein Interesse an der wirklich inhaltlichen Arbeit, an der Kernarbeit, die auch hier zur Arbeit im Deutschen Bundestag dazugehört. Dass man sich mal mit Experten zusammensetzt, dass man mal die Fachliteratur liest, dass man auch mal durchrechnet, was es im Einzelnen bedeutet. Und das sieht man daran, dass Sie uns hier Copy-Paste einfach diesen Antrag wieder vorlegen. So geht's nicht. Das ist unseriös. Und ich frage mich auch, wo Sie die letzten Wochen waren. Wir haben doch das Thema Freibeträge, Kinderfreibetrag, gerade hier vor wenigen Wochen diskutiert beim Thema Inflationsausgleichsgesetz. Da hätten Sie doch zum Beispiel den Änderungsantrag machen können, dass man den Kinderfreibetrag auf Grundfreibetragshöhe erhöht. Haben Sie nicht gemacht. Wir kommen hier gerade aus einer Haushaltswoche. In der letzten Woche war Haushaltswoche. Wo waren eigentlich Ihre Anträge, um das Ganze hier zu finanzieren? Haben wir auch nicht gesehen. Und insofern kein Interesse an inhaltlicher Arbeit, unseriös, wie Sie hier agieren. Und der dritte Punkt, hat ja der Kollege Schrodi recht, wenn man die beiden Anträge vergleicht miteinander, dann gibt es so einen großen Unterschied. Und es ist, dass Sie diesmal nicht reingeschrieben haben, was das eigentlich kostet. Das kostet 67,3 Milliarden Euro. Wenn man das Thema Kindergeld noch mit dazu nimmt, sind wir wahrscheinlich bei 70 Milliarden, die diese Maßnahme kostet. Und dann ist es ja völlig nochmals unseriös, dass Sie dann sagen, na ja, dann sollen mal die Ministerien eine Prioritätenliste machen, was sozusagen auf Platz 1 steht, bis zu Platz 10. Und dann gucken wir, was wir rausschreiben. Also Leute, der Haushaltsgesetzgeber, das sind doch wir. Der Haushalt wird in diesem Saal hier im Plenarsaal verabschiedet. Da müssen Sie doch mal selber Vorschläge machen, wie Sie die 67 Milliarden zusammenkriegen. Also auch hier unseriös. Und dann ist ja auch die Frage, ist es am Ende des Tages wirklich so monokausal, dass die Entscheidung für Kinder irgendwie nur im Steuerrecht hängt? Und das glaube ich halt nicht. Es sind eben sehr viele andere Dinge. Es ist beispielsweise die Frage Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und da haben wir, glaube ich, einiges zu tun. Bei der Frage Kitas. Wir haben viel zu wenige Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland. Wir hatten vor wenigen Tagen Vorlesetag. Viele von Ihnen werden auch in ihren Kitas gewesen sein und vorgelesen haben. Ich habe mit den Kollegen da vor Ort gesprochen. Wir haben zu wenig. Das sind die Bundesländer absolut gefragt, hier endlich mal mehr zu tun. Und ich sage das mal auch als Rheinland-Pfälzer. Da wird in einem Gesetz, Kita-Zukunftsgesetz hat sich das genannt, mehr Leistung versprochen, aber es wurde nicht hinterlegt, dann auch mit mehr Erzieherinnen, die das Ganze dann auch abdecken müssen. Die Erzieherinnen in Deutschland sind am Limit, die Eltern sind auf der Straße und demonstrieren. Deswegen rufen wir auch den Bundesländern zu, macht da endlich mehr. Aber auch da, wo wir gefragt sind, hier im Deutschen Bundestag, manche Programme haben wir ja auch für Kitas. Thema Sprachkitas wollten sie zuerst überhaupt nicht verlängern. Jetzt ist es irgendwie in den Haushaltsverhandlungen noch verlängert worden bis Mitte des Jahres. Viele Sprachförderkräfte sind mittlerweile aus den Kitas abgewandert. Und das berichten uns die Fachkräfte aus der Praxis. Das war sehr schlecht, was die Ampel hier an dieser Stelle gemacht hat. Dann, wir hören ja an verschiedenen Stellen, dass Politikfelder feministisch durchdekliniert werden. Feministische Außenpolitik, feministische Wirtschaftspolitik, Steuerpolitik haben wir letztens gehört. Jetzt haben wir gesehen, dass die Familienministerin Paus den Vaterschaftsurlaub nach Geburt, der ja zu einer besseren auch Verteilung zwischen Vater und Mutter wird, jetzt noch mal schiebt. Der kommt jetzt nicht 2023, wie von der EU gefordert, sondern erst ab 2024. So geht's nicht. Wo ist da eigentlich die feministische Familienpolitik dieser Ampel? Ich sehe sie nicht. Letzter Punkt. Bei der Frage, sich für eine Familie zu entscheiden, ist ein ganz wichtiger Punkt auch das Thema Wohneigentum. Und die Bilanz, die die Ampel jetzt schon absehbar für die nächsten Jahre hat, ist desaströs beim Wohneigentum. Sie wollten jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen schaffen. So, dieses Jahr sind es 250.000, nächstes Jahr wahrscheinlich nur 200.000, für 2024 prognostiziert weniger als 200.000. Das heißt, eines der zentralen Versprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz, jetzt schon gebrochen, das ist die Politik der Ampel. Und ganz zum Schluss,
Wir lehnen diesen Antrag natürlich ab. Es ist nichts Neues und freuen uns auf die Diskussion im Finanzausschuss. Und nun spricht für Bündnis 90 die Grünen Sascha Müller. Zurück zum Tagesordnungspunkt 9a. Die namentliche Abstimmung ist eigentlich schon vorbei, aber ich frage noch mal, ist jemand im Haus, der seine Stimmkarte noch nicht abgegeben hat? Und hier rennt schon jemand. Das ist hier eigentlich auch Usus. Eigentlich hätte die namentliche Abstimmung schon vor 3 Minuten zu Ende sein müssen. Aber jetzt gibt es hier noch ein paar sportliche Einlagen, dass auch die Abgeordneten hier ihre Stimmkarten einwerfen. Nein, nein, also so gemein bin ich jetzt nicht. Da warten wir noch, bis die beiden ihre Stimmkarte abgegeben haben. Die Schriftführer geben mir mal ein Zeichen. Das dauert ab. Ah, perfekt. Also, die beiden haben abgegeben. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer auszuzählen. Und also, die Schriftführerinnen und Schriftführer zählen jetzt aus, wie die Abgeordneten zum Abkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada, CETA, abgestimmt haben. Da werden wir im Laufe des Tages auch noch das Ergebnis hören. Jetzt spricht Sascha Müller für die Grünen-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Richtig ist, Familien leiden besonders unter aktuellen Situationen mit hohen Inflationsraten. Deswegen reagieren die Bundesregierung und wir als Ampelfraktionen darauf und entlasten in der Krise gezielt Familien. Durch die Anhebung des Kindergeldes auf 250 Euro für alle kindergeldberechtigten Kinder ab dem kommenden Jahr, durch die ebenfalls im Inflationsausgleichsgesetz angepassten Kinderfreibeträge rückwirkend ab 2022, durch 100 Euro Kinderbonus in diesem Jahr, durch 20 Euro im Monat für von Armut betroffene Kinder als Kindersofortzuschlag und durch gestiegene Regelsätze eben auch für Kinder im Zuge der Einführung des Bürgergeldes. Und ganz aktuell, im Jahressteuergesetz steht morgen die Anhebung des Entlastungsbetrages für Alleinerziehende um 252 Euro auf 4.260 Euro zur Abstimmung. Parallel arbeiten wir an einer Steuergutschrift für diesen Personenkreis. Rund 20% der Kinder in Deutschland werden bei Alleinerziehenden groß. Das ist also gewiss kein Nischenthema. Und wir werden diese Eltern in die Lage versetzen, ihre Familien zu ernähren. Das sind Entlastungen, die wir schon auf den Weg gebracht haben. Auf den Weg bringen werden. Das sind Entlastungen, die gebraucht werden. Das sind Entlastungen, die ankommen und die schließlich helfen. Und jetzt kommt die AfD mit dem Antrag zum Familiensplitting und will uns das, ein Familiensplitting im Einkommensteuertarif als Maßnahme unterjubeln, um Familien zu unterstützen. Beziehungsweise, wenn ich den Antrag lese, wohl auch als Mittel zur Erhöhung der Geburtenrate. Also wenn ich mir die Zahl der Geburten in Deutschland anschaue, so liegt diese in den letzten Jahren laut Statistischem Bundesamt konstant über 700.000 Geburten im Jahr und ist eher gestiegen. Aber gut, was genau würde so ein Familien... Was? Auf den Zwischenruf habe ich gewartet. Danke, zeigt Ihr Menschenbild. Okay. Was genau würde so ein Familiensplitting denn bewirken? Wer profitiert davon? Ist das eine Maßnahme, die zielgerichtet Familien entlasten soll? Das DIW hat schon 2013 zu der Idee festgestellt, dass die hohen Kosten einer solchen Maßnahme in keinem Verhältnis zum geringen Nutzen für die beabsichtigten familienpolitischen Ziele stehen. Und das gilt auch heute noch. Die Kindergrundsicherung, die unsere Fortschrittskoalition auf den Weg bringen wird, ist die eindeutig effektivere Maßnahme, um Kindern gerade aus Familien mit geringem Einkommen zu besseren Startchancen und mehr Chancengleichheit zu verhelfen. So viele Jahre haben wir dafür gekämpft. Ich freue mich drauf. Hinzu kommt, das Familiensplitting setzt auf dem Ehegattensplitting auf. Und damit kann diese Debatte auch nicht geführt werden, ohne darauf hinzuweisen, dass die Idee des Ehegattensplittings auf dem aus der Zeit gefallenen Leitbild der klassischen Alleinverdiener-Ehe basiert, dass so die traditionelle Arbeitsteilung und innerfamiliäre Rollenzuweisung steuerlich subventioniert werden. Seit vielen Jahren setzt sich meine Fraktion dafür ein, dass das Ehegattensplitting für künftige, neu geschlossene Ehen entfallen soll zugunsten einer Individualbesteuerung mit übertragbarem Freibetrag. Das würde der heutigen Lebenswirklichkeit viel besser entsprechen und Menschen deutlich mehr Freiheiten in Bezug auf ihr gewünschtes Lebensmodell geben. Im Koalitionsvertrag konnten wir uns leider noch nicht auf diese grundlegende Reform einigen. Ich glaube, die Zeit dafür wäre reif.
Was wir aber in dieser Koalition angehen werden und was wir vereinbart haben im Koalitionsvertrag, ist, dass wir für den Lohnsteuerabzug die Steuerklassen 3 und 5 in das Faktorverfahren der Steuerklasse 4 überführen werden. Das hebt die starke Benachteiligung gerade von Frauen bei Lohnersatzleistungen auf. Eigenständige Existenzsicherung als Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben von Frauen und Männern ist noch ein entferntes Ziel, das diese Koalition mit ihrer Gleichstellungsstrategie aber angeht. Und Familien brauchen viel mehr als nur Geld. Sie brauchen unter anderem flexible Arbeitszeitmodelle. Auch ich denke, dass wir dahin kommen müssen, dass beispielsweise eine 30-Stunden-Woche irgendwann in der nicht allzu fernen Zukunft für Eltern von kleinen Kindern ein Leitbild wird und für kein Elternteil als Karrierehindernis gilt. Mehr als 60 Stunden bezahlte und unbezahlte Arbeit verrichten die Eltern kleinerer Kinder jüngsten Erhebungen zufolge. Das zeigt, dass diese Idee einer kürzeren Erwerbsarbeitszeitwoche nicht nur Utopie sein darf. Und ja, das zeigt sich hier, sagt sich hier leicht am Redepult dieses Hohen Hauses. Und diese Forderung ist zugegeben aus dem Mund eines Abgeordneten auch ein Stück paradox angesichts der Realität in der Politik, die nun wirklich keine familienfreundlichen Arbeitszeiten kennt und wir hier von diesem Leitbild sehr weit entfernt sind. Auch unter uns Politikerinnen und Politiker trägt sich hier ein Perspektivwechsel wirklich gut. Und was noch gebraucht wird, das Care-System massiv ausbauen. Dazu gehört eine gute und flächendeckend verfügbare Kinderbetreuung. Und leider hat gerade mein Bundesland Bayern hier erheblichen Nachholbedarf. Die Bertelsmann-Stiftung hat erst vor wenigen Wochen ihr Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme 2022 veröffentlicht. Und sie kommt darin zu dem Schluss, dass insbesondere in Bayern erheblicher Handlungsbedarf besteht. Die Zeiten sind alarmierend. Es müssten demzufolge 61.900 Plätze geschaffen werden, um den Rechtsanspruch für alle Kinder, deren Eltern einen Betreuungsbedarf haben, erfüllen zu können. Und laut dem aktuellen Fachkräfteradar für Kita und Grundschule der Stiftung sieht es für ein Ganztagesangebot an Grundschulen auch nicht gerade gut aus. Hier rechnet sie mit einer erheblichen Fachkräftelücke bei der Kinderbetreuung. Das erfordert dringend einen Perspektivwechsel. Hier müssen wir einfach besser werden. Noch einmal, nicht alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse, aber Familien in all ihrer Unterschiedlichkeit verdienen unseren Respekt und Unterstützung. Zurück zum Antrag der AfD. Er greift zu kurz. Er ist nicht finanzierbar, er setzt auf ein untaugliches Instrument und vor allem atmet er den Geist eines überholten Familienbildes. Wir werden diesen Antrag ablehnen. Die Ankündigung von Sascha Müller, wie sich hier die Grünen-Fraktion verhalten wird, was die Linken-Fraktion sagt, das wird uns nun die Parteivorsitzende der Linken sagen, Janine Wissler. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die AfD fordert ein Familiensplitting im Steuerrecht, angeblich um die Kinderarmut zu bekämpfen. Und das ist natürlich ein ziemlicher Unsinn, denn durch das Splitting profitieren natürlich in erster Linie Besserverdienende. Es profitieren nicht Menschen, die zu Niedriglöhnen arbeiten, die so wenig verdienen, dass sie unter den Grundfreibetrag fallen. Sie zahlen nämlich gar keine Steuern oder nur sehr wenige Steuern. Und wenn sie unter Grundfreibetrag sind, gar keine. Das heißt, sie würden dann auch nicht von Entlastung profitieren. Und die Menschen im Sozialleistungsbezug profitieren natürlich erst recht nicht. Und ich will das Prinzip des Splittings und seine Verteilungswirkung noch mal kurz erläutern. Beim Ehegattensplitting werden die Einkünfte der Ehepartner zusammengerechnet und gemeinsam besteuert. Wenn also ein Partner gar kein Einkommen hat und der andere 30.000 Euro im Jahr verdient, dann werden beide so besteuert, als würden sie jeweils 15.000 Euro jährlich verdienen. Die Lohnsteuer für beide zusammen beträgt dann ungefähr 110 Euro pro Jahr. Ohne den Splitting-Vorteil würde aber der eine Partner gar keine und der verdienende Partner über 3.000 Euro Lohnsteuer zahlen. Das heißt, die Ehepartner verdienen durch das Splitting etwa 3.000 Euro, sparen durch das Splitting etwa 3.000 Euro Steuern pro Jahr. Und das kann man bei einem Jahreseinkommen von 30.000 Euro auch ganz gut gebrauchen. Aber ungerecht wird es eben dann, wenn der eine Partner wenig oder gar nichts verdient und der andere ein Spitzeneinkommen hat. Weil dann spart ein solches Ehepaar eben nicht 3.000 Euro, sondern bis zu 17.700 Euro Steuern. Und das ist alles andere als gerecht. Das ist schlicht die Verschwendung von Steuergeld. Denn ein Konzernchef und seine nicht verdienende Ehefrau brauchen diese Steuerersparnis nicht, meine Damen und Herren. Und es gibt auch gar keinen vernünftigen Grund, Menschen steuerlich zu fördern, nur weil sie geheiratet haben. Und erst recht nicht ein Lebensmodell steuerlich
steuerlich zu fördern, bei dem der Mann sehr viel und die Frau wenig oder nichts verdient, weil sie nicht arbeiten geht. Und die dann von ihrem Mann auch immer wieder erklärt kriegt, sie solle auch nicht arbeiten gehen, weil sich das aufgrund des Splittings sowieso nicht lohne. Das programmiert Altersarmut vor, das schafft ökonomische Abhängigkeiten. Und deshalb sehen wir das Ehegattensplitting grundsätzlich als Problem, meine Damen und Herren. Und der AfD gefällt das natürlich, weil die Alleinverdiener-Ehe zu ihrem reaktionären Frauen- und Familienbild passt. Und diese Ungerechtigkeiten, die damit verbunden sind, die wollen sie jetzt weiter ausbauen, indem sie reiche Familien steuerlich noch stärker entlasten wollen. Mit dem Kampf gegen Armut oder erst recht gegen Kinderarmut hat das überhaupt nichts zu tun, was sie hier machen. Weil das Familiensplitting ist der völlig falsche Weg im Kampf gegen Armut. Was wir brauchen, sind doch keine weiteren Steuererleichterungen für Besserverdiener. Was wir brauchen, ist eine Kindergrundsicherung. Das ist der richtige Weg. Die Förderung von Kindern hat doch im Steuerrecht überhaupt nichts verloren. Sonst bleibt es doch ewig bei dem Prinzip, dass Kinder reicher Familien steuerlich mehr gefördert werden als Kinder in armen Familien. Und die Kindergrundsicherung funktioniert genauso nicht. Deswegen Sozialverbände, Gewerkschaften, andere gesellschaftliche Akteure, wir als Linke fordern eine eigenständige Kindergrundsicherung, hat ja auch Eingang gefunden in den Koalitionsvertrag und hart dann noch seiner Umsetzung. Nötig ist genau das, nämlich ein deutlich höheres Kindergeld von etwa 330 Euro pro Monat und darüber hinaus für ärmere Familien eine Erhöhung dieses Beitrags auf dieses Betrags auf 630 Euro. Damit wären die Kinder auch endlich raus aus diesem ganzen Hartz-IV-Drangsalierungssystem, das jetzt ab nächstem Jahr Bürgergeld heißt. Also, meine Damen und Herren, Kinder brauchen und Familien eine gesicherte finanzielle Basis. Sie brauchen aber auch Kitas und Schulen, wo nicht ein Viertel der Betreuung ausfällt, weil es an Personal fehlt. Armut bekämpft man durch Tariftreue, durch höhere Mindestlöhne und durch höhere Sozialleistungen. Was Familien brauchen, ist Arbeitszeitverkürzung, die Vereinbarung von Familie und Beruf. Ruf durch den Ausbau von Ganztagsschulen und Kita-Betreuung. Alles Dinge, wo die AfD immer dagegen gestimmt hat, meine Damen und Herren. Und deshalb letzter Satz, Frau Präsidentin. Es geht der AfD eben nicht um Armutsbekämpfung. Es geht um die Rückkehr und Zementierung eines Familien- und Frauenbildes aus den 50er Jahren. Vielen Dank. Der nächste Redner in der Debatte ist Markus Herbrand, FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, mit den vorliegenden Anträgen, es handelt sich ja um zwei Anträge, beweist die AfD wieder einmal ihr besonderes Interesse an sehr wohlklingenden Forderungen. Alles wird der schnellen Schlagzeile untergeordnet. Dabei hätten Sie vor allem beim zweiten Antrag im Hinblick auf die Mehrwertsteuersenkung auch die Möglichkeit gehabt, mal mit konkreten Vorschlägen in die politische Diskussion einzudringen. Stattdessen wird monokausal in beiden Anträgen auf den Kostenfaktor Kind verwiesen. Kinder seien ein finanzielles Risiko, die sich niemand mehr leisten könne. Und in der Folge sinke also die Geburtenrate in unserem Land. Worum es Ihnen eigentlich geht, das hat Ihr Redenbeitrag hier noch mal gezeigt und auch die Begründungen in beiden Anträgen. Sie wollten hier das Thema Migration mal wieder thematisieren und auch Ihre kruden Thesen zu irgendwelchen Reproduktionsraten hier quitt werden. Unser Menschenbild hier ist ein völlig anderes. Kinder werden nicht aus finanziellen Aspekten geboren, sondern weil sich Mann und Frau wünschen, ihre gemeinsame Liebe an ein oder mehrere Kinder weitergeben zu wollen. Es sind Liebe, Verantwortungsbewusstsein und die Zuversicht auf eine tolle gemeinsame Zeit, die den Kinderwunsch nähern, und nicht ein Kontostand. Selbstverständlich gehört zu dieser Verantwortung aber auch, dass man die finanziellen Belastungen beachtet. Kinder kosten Geld, Kinder kosten sogar viel Geld. Diese Erkenntnis ist aber nicht neu, das festzustellen. Dafür bedarf es Anträge der AfD nun wirklich nicht. Ebenso klar wie die Tatsache, dass Kinder Geld kosten, ist aber auch, dass wir in unserem Land massive Anstrengungen unternehmen, um sowohl die finanziellen als auch sonstige Belastungen für Eltern bestmöglich abzufedern. Aus der langen Liste staatlicher Leistungen auf Bundes- oder Landesebene seien jetzt nur exemplarisch die kostenlose Mitversicherung im Gesundheitswesen genannt, die an die Einkommensverhältnisse angepassten
oder zum Teil gänzlich abgeschafften Kita-Gebühren und das Kindergeld wollen wir erwähnen. Es wurde auch schon erwähnt, dass dessen deutliche Erhöhung wir gerade erst beschlossen haben. Ab dem Januar steigt das Kindergeld so stark wie noch nie auf 250 Euro pro Monat und Kind einheitlich. Diese und andere Aufwendungen in Milliardenhöhe mögen manchem zu gering erscheinen. Allerdings ist die Ausfinanzierung beliebig vieler Kinder jetzt auch nicht unbedingt Aufgabe des Staates und der Gesellschaft. Wir müssen und wollen in den Fällen unterstützen, in denen Hilfe notwendig ist, um Kindern und Eltern ein chancenreiches und freies Leben zu ermöglichen. Denn bei allem Unsinn, den die AfD in ihren Anträgen schreibt, hat sie doch bei einer Sache recht. Kinder und uns nachfolgende Generationen sind die Zukunft unseres Landes. Denn sie sind der unverzichtbare Eckpfeiler für die Tragfähigkeit unserer Sozialsysteme, von der Rente bis zur Gesundheitsversorgung. Staat und Gesellschaft müssen daher unbedingt dafür Sorge tragen, dass die Kinder Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten erhalten und dass sie am Ende des Tages einen Beitrag zum Fortbestand unseres Landes leisten können. Diesem Anspruch werden Bund und Länder, Kommunen bei aller Kritik der bestehenden Strukturen seit Jahrzehnten bereits gerecht. Aber gesellschaftliche Rahmenbedingungen verändern sich, und deshalb muss auch der Staat reagieren. Deswegen hat die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, eine Kindergrundsicherung auf den Weg zu bringen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu erleichtern. Wir werden unter anderem auch die Steuerklasse 5 abschaffen. Zum zweiten Antrag, bei der von der AfD geforderten Mehrwertsteuersenkung für Kinderartikel, kann ich jetzt nicht mit einem sinnvollen Gegenentwurf der Ampel dienen. Und zwar alleine deswegen, weil dieser Vorschlag wirklich jenseits von Gut und Böse ist. Schon die Abgrenzungsfragen alleine, was unter Artikel des Kinderbedarfs und diesbezügliche Dienstleistungen fallen, ist maximal herausfordernd. Ist da die Kinderschokolade schon dabei? Kann der Geigenunterricht auch von Erwachsenen wahrgenommen werden? Ab welcher Größe sind T-Shirts nur für Kinder nutzbar? Und wann wird es für modebewusste Erwachsene auch noch interessant? Also speziell die zweite Initiative hätten Sie sich wirklich besser in Ihren prall gefüllten Peinlichkeitenordner einsortieren sollen. Und auch der Antrag zum Familiensplitting, der ist jetzt weder ausgereift, noch wird er dem gerecht, was in Deutschland schon geschieht. Was wir heute schon für Familien leisten, darüber hinaus werden wir halt als Ampel da auch noch Dinge aus dem Koalitionsvertrag umsetzen, damit die Modernität in unserer Gesellschaft und in der Verwaltung auch noch bei den Familien besser ankommt. Diese Anträge sind selbstverständlich abzulehnen. Herzlichen Dank. Und bevor ich die nächsten Redner aufrufe, möchte ich das Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt geben. Zum CETA-Abkommen abgegebene Stimmkarten 669, mit Ja haben gestimmt 559, mit Nein haben gestimmt 110, es gab null Enthaltungen. Der Gesetzentwurf ist damit angenommen. Also mehr als 13 Jahre nach Start der Verhandlungen hat nun hier der Deutsche Bundestag diesen Gesetzentwurf angenommen. Und damit kommen wir wieder zurück zur Debatte zum Familiensplitting auf Anträge der AfD. Und für die AfD spricht nun Jörn König. Sehr geehrte Kollegen und vor allem liebe Familien. Vorab erstmal, liebe SPD, lieber Herr Schrodi, seit 100 Jahren regiert die SPD in diesem Land mit. Und das Ergebnis ist, dass jedes fünfte Kind in Armut lebt. Das schreiben Sie sich mal hinter die Ohren. So, Deutschlands Wirtschaft hat sich in den letzten 60 bis 80 Jahren an ständige Zuwanderung gewöhnt. Zuerst kamen 14 Millionen Deutsche als Kriegsflüchtlinge aus dem Osten. Dann sorgte die DDR bis 1961 für einen ständigen Zustrom gut ausgebildeter Leute. Nach dem Mauerbau war damit Schluss und man begann bei anderen Völkern nach Arbeitskräften zu suchen. Italiener, Spanier, Griechen, Türken, Jugoslawen und viele andere kamen. Nach der Maueröffnung ging das Ganze mit den Osteuropäern weiter und es wurden alle, die mal irgendeinen Deutschen im Stammbaum hatten, ins Land geholt. Ab 2015 hat man die Staatsgrenzen aufgegeben und Syrer, Afghanen und Nordafrikaner in Massen hereingelassen. In der Tendenz wurden die Zuwanderer immer kulturferner. In dieser langen Zeit haben die Deutschen verlernt, genügend eigene Kinder zu bekommen und aufwachsen zu lassen.
Heute haben wir fast 40% der Kinder mit Migrationshintergrund. Eine Gesellschaft, die so viel Zuwanderung zulässt, entwickelt sich nicht mehr. Nein, sie wird von außen verändert. Die propagierte Lösung der alten Parteien besteht darin, einfach weiter alle reinzulassen und dann zu hoffen, dass die benötigten Fachkräfte unter den massenhaft Zugewanderten sind. Wir sollen also einfach die Kinder und Jugend von anderen Völkern wegnehmen und damit diese für uns arbeiten. Wir nehmen also anderen Ländern die Fachkräfte aus völlig egoistischen Gründen weg. Diese Politik ist, man muss es so sagen, sie ist parasitär. Fakt ist, es kommen aber mehrheitlich keine Fachkräfte, sondern Profiteure unseres Sozialstaates. Eine Frage wurde fast nie gestellt. Warum haben wir in Deutschland eigentlich zu wenig Kinder? Das ist ganz einfach zu erklären. Kinder sind in einer industriellen Eigentumsgesellschaft für den Erwerb von Eigentum und Geld eher hinderlich, da für sie Geld, Zeit und Ressourcen benötigt werden. Kinder sind in einem Sozialstaat mit Rentenversicherung A. eine Einkommensquelle für die transferabhängige Unterschicht, B. ein finanzielles Risiko für die Mittelschicht und C. kein Problem für die Oberschicht. In der Unterschicht haben wir inzwischen Hartz-IV-Dynastien mit vielen Kindern. Die Mittelschicht verzichtet häufig aus finanziellen Gründen auf ein zweites und drittes Kind. Und die Oberschicht bekommt so viele Kinder, wie sie möchte. Die Lösung der Alternative für Deutschland ist eine humane Alternative zum parasitären Menschendiebstahl der alten Parteien. Die Lösung heißt mehr Kinder. Daher wollen wir mit unseren Anträgen zum Familiensplitting die Familien mit 2 und 3 Kindern finanziell besser stellen als die Lebensmodelle Single und 2 Verdiener ohne Kinder. Herr König, kommen Sie bitte zum Schluss, letzter Satz. Ich komme zum Schluss. Wenn uns in der Familienpolitik keine Kehrtwende gelingt, dann hat Thilo Sarrazin recht gehabt und Deutschland schafft sich ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und für Herrn König war, das wurde hier noch mal erwähnt, schon vorher hatte ja auch Vizepräsidentin Petra Pau des Deutschen Bundestags ermahnt, es wird heute ein langer Tag für die Abgeordneten. Leni Breymeier jetzt für die SPD-Fraktion. Wer Kinder hat und 100.000 Euro im Jahr bekommt, zahlt keine Steuern mehr. Hört sich nett an, ist aber hinterhältig. Die AfD missbraucht den Begriff Familie, um die Gleichberechtigung zu untergraben. Sie will das Ehegattensplitting erweitern und nennt dies wohlklingend Familiensplitting. Neu ist das nicht wirklich. Es folgt natürlich, ohne irgendeine Nähe zu vermuten, total zufällig der nationalsozialistischen Ideologie, mit Hilfe von Steuerpolitik Frauen aus dem Erwerbsleben fernzuhalten. Und die Worte, die Sie in Ihren Reden benutzen, unterstreichen das auch. Das kommt aus der rechten Ecke alle paar Jahre hoch, wie das Ungeheuer von Loch Ness von ganz unten. Mit Berücksichtigung der wechselseitigen Unterhaltsverpflichtungen wollen wir das Ehegattensplitting abschaffen, weil es die Partnerin in aller Regel mit geringem Einkommen geradezu motiviert, keiner bezahlten und sozialversicherten Erwerbsarbeit nachzugehen. Es unterstützt das überholte Familienbild. Die Frau kümmert sich um Kinder, um Küche und manchmal auch noch um Kirche. Da viele Leute keine Frau Breymeier, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Gottschalk aus der AfD-Fraktion? Nein. Da viele Leute keine Einkommens- bzw. Lohnsteuer bezahlen, weil sie schlicht zu wenig Lohn haben, würden ihnen eine weitere Steuersenkung durch Familiensplitting eben nicht helfen. Für hohe Einkommen wäre es aber eine deutliche und spürbare Steuersenkung. Allerdings würde sich der fiskalische Effekt, also Steuermindereinnahmen, mit dem dann fehlenden Geld für Betreuung, Grippe, Kita, Schulen und so weiter kreuzen. Wir haben es gehört, über 67 Milliarden Euro würden fehlen dafür. Und am Ende würde noch verstärkt, was wir jedenfalls nicht wollen. Kinder und Frauen bleiben zu Hause. Das ist der eigentliche Hintergrund des AfD-Antrags. Alles ziemlich durchschaubar. In Deutschland werden Ehepaare derzeit gemeinsam besteuert. Dadurch entsteht ein Splitting-Vorteil, der umso größer ist, je weiter die Einkommen auseinanderliegen.
Ich war letzte Woche bei einem Vortrag von Marcel Fratscher, von Professor Fratscher beim Deutschen Frauenrat, und er hat ziemlich glasklar dargestellt, wie sich die Elemente der gemeinsamen Besteuerung, also auch unser Ehegattensplitting, wie sich das in den Einkommensteuergesetzen von 17 europäischen Ländern und auch den USA auswirken. Es ist so, je mehr gemeinsam besteuert wird, desto weniger Erwerbsarbeitsstunden haben die Frauen. Das sind in Belgien zum Beispiel 339 Stunden weniger im Jahr, in Deutschland 279 Stunden und in Norwegen, die nämlich kein Splitting haben oder wenig Splitting haben, da sind es 38 Stunden und in Schweden sind es zum Beispiel null. Alleine durch das Ehegattensplitting arbeiten die Frauen hierzulande fast 280 Stunden weniger im Jahr. Was das für den Arbeitsmarkt, für den Fachkräftemangel, für den Arbeitskräftemangel heißt, das muss ich wohl hier nicht erklären. Aber was ich schon erklären will, ist, was das für die Renten der Frauen heißt. In Estland beträgt die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern 2%, in Dänemark 7%, in Großbritannien 34% und in Deutschland 37%. Und das sind auch Auswirkungen dieser Steuersplitting-Gesetzgebung. Und deshalb könnten wir irgendwann mal womöglich froh sein, wir hätten hier ein paar Zuwanderinnen und Zuwanderer, die auch mal unsere Renten zahlen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Es bringt uns hier nicht wirklich weiter, Reiche zu bevorzugen. Wir sind auf dem richtigen Weg mit dem Ganztag in der Grundschule, mit der Erhöhung des Kindergelds, mit der Beibehaltung der Kinderfreibeträge, mit der Kindergrundsicherung. Das sind die Themen, an denen wir arbeiten. Das sind die Themen, die Familien vorwärts bringen. Familiensplitting, das hört sich nett an, aber nett ist halt doch nur die kleine Schwester von, Sie wissen schon. Wir wollen mit dem Steuerrecht Einkommen möglichst gerecht besteuern und nicht Rollen verteilen. Also ist es klar, dass wir den Antrag ablehnen wie letztes Mal. Und künftig können wir eigentlich hergehen und die Reden aus der AfD im Protokoll vom letzten Mal kopieren, einfügen, könnten wir uns viel Zeit ersparen. Soweit die Sprecherin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Jetzt gibt es eine Kurzintervention aus der AfD. Kai Gottschalk meldet sich zu Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Breimeyer, insoweit war Ihre Rede nett, wenn ich da dann Ihre Rede aufnehmen darf. Aber ich weiß nicht, Lesen bildet, und das gilt auch für die Sozialdemokraten. Wo steht in diesem Antrag, und wenn Sie von einem Splitting ausgehen oder einer Zusammenfallanlagung bei Eheleuten, dass wir nicht wollen, dass Frauen arbeiten gehen. Wir wollen natürlich, dass Frauen arbeiten gehen, aber wir wollen, und das ist der Punkt, dass auch Menschen, die entsprechend beide erwerbstätig sind, sich Kinder noch leisten können. Ist jemand, Ihre Klientel in Baden-Württemberg mit einem Durchschnittseinkommen im Jahr, dort liegt das Durchschnittseinkommen etwa bei 49.000 Euro, würden Sie sagen, das ist reich? Und ist jemand wirklich reich dann, wenn er dann drei Kinder hat? Wir haben nämlich gesagt, und das haben Sie ja eben auch weggelassen, ab dem dritten Kind sind 100.000 Euro zu versteuerndes Einkommen entsprechend dann auch freizustellen. Das haben wir gesagt, nichts anderes. Wissen Sie, was bei mir in NRW ein Kita-Platz kostet, gerade für diese Familien, die Sie oder die Menschen, die Sie mit einem Durchschnittseinkommen als reich bezeichnen? 431 Euro im Monat. Das kostet durchschnittlich einen Kita-Platz für Menschen, die arbeiten. Das sind mehr als 8.000 Euro im Jahr. Eigentlich sind Sie hier die Spalter. Sie wollen nämlich in Wirklichkeit gar keine Kinder wahrscheinlich von Menschen, die arbeiten gehen. Und die Selbstständigen, die Steuern zahlen, die Ihrer Klientel, die, für die Sie sich so gerne gerieren hier, was Sie gar nicht mehr sind, Arbeitsplätze anbieten, das sind auch Menschen, die Erwerbseinkommen erzielen. Zwar auf eine andere Einkommensart, aber ich glaube, das haben Sie vergessen. Und Sie haben auch vergessen, dass wir nach dem neuesten OECD-Bericht die höchste Steuer- und Abgabenlast haben. Da ist es an der Zeit, die Menschen mal zu entlasten, die zur Arbeit gehen, verdammt noch mal, damit sie vielleicht, und mein Kollege hat es gesagt, die Kinder sich auch leisten können. Und das hat Herr Gottschalk, kommen Sie bitte zum Schluss. Haben. Insoweit bleibe ich dabei. Ihr Vortrag war nett, das war es aber auch. Und Frau Breimeyer, Sie haben die Möglichkeit zu antworten.
Herr Gottschalk, muss schon blöd sein, wenn man von seiner Fraktion keine Redezeit kriegt und dann Kurzinterventionen nutzen muss, um das rauszublasen, was man die ganze Zeit eigentlich sagen wollte. Aber was ich Ihnen sagen will, ist Steuern, Steuern. Und was wir mit der Steuergesetzgebung macht, hat nicht nur Auswirkungen auf die Geldbeutel der Menschen, sondern hat auch Auswirkungen darauf, wie die Menschen ihr Leben gestalten, wie sie erwerbstätig sind, mit wie vielen Stunden sie erwerbstätig sind oder nicht. Und das Ehegattensplitting und das von Ihnen vorgeschlagene Familiensplitting führt dazu oder würde noch mehr dazu führen, dass der Mann mit seinem höheren Einkommen dann eben arbeiten geht in Vollzeit und die Frauen nicht. Steuern, Steuern. Und die Frauen verdienen nicht mehr als die Männer, jedenfalls nicht im Schnitt. Der Gender Pay Gap ist bei uns immer noch bei 18%. Und den Rest beim nächsten Mal. Ich mache mit Ihnen hier keine Nebendebatte auf. Leni Breimeyer war das hier und bei ihr hat man es besonders gesehen. Heute ist Welt-AIDS-Tag. Seit 1988 wird er am 1. Dezember begangen und deswegen haben hier einige Abgeordneten eine Schleife angesteckt. Die Familie mit, bestehend aus Eltern und Kindern, aber auch die alleinerziehende Mutter und Vater, die wichtigste Grundlage unserer Gesellschaft und die Voraussetzung für ein Gelingen unserer Zivilgesellschaft. Und deswegen legen wir nicht umsonst als CDU und CSU besonderen Wert auf eine christliche Prägung der Politik, die Familie als Kern ansieht. Und liebe Kollegen von der SPD, Michael Schrodi, Frau Breimeyer oder auch Sascha Müller von den Grünen, es steht uns, glaube ich, nicht zu, vorzuschreiben, wie die Familien entscheiden und zu sagen, wenn eine Mutter zu Hause ist oder Hausfrau ist, despektierlich so zu sprechen, sondern die Familien müssen immer noch die eigene Entscheidung treffen können, wie sie ihr Miteinander in der Familie, wie sie die Arbeitsaufteilung und wie sie auch die Einkommensaufteilung machen. Deswegen keine klaren politischen Vorgaben, was zu tun ist. Das ist die Freiheit der Familien. Und da kann man nicht sagen, das ist ein halt hergebrachtes Modell oder ein Old-Fashioned-Modell, sondern die Familien entscheiden. Und das ist richtig. Wichtig ist, dass die Kinder gut aufwachsen, das ist das Ziel. Und deswegen kann ich auch nur sagen, im AfD-Antrag steht ja drin, Kinder sind ein Kostenfaktor. Und ich kann Ihnen bloß sagen, auch aus eigener Erfahrung, Kinder sind ein wunderbares Geschenk und ein wahrer Luxus und kein Kostenfaktor. Das ist eine falsche Betrachtungsweise. Wir müssen uns kümmern, dass wir alle Wege, die die Familie beschreiten, alle Wege unterstützen, damit Kinder aufwachsen, Bildung haben und in die Gesellschaft kommen. Und während ich so auf die Formulierung oder die Zusendung des Antrages gewartet habe, habe ich mal ein bisschen geguckt im Drucksachenarchiv, um nach einem ähnlichen Antrag der AfD zu suchen. Und ich musste feststellen, täglich grüßt das Murmeltier. So wie die Linke immer den Antrag auf Vermögensteuer stellt, so kommen Sie immer wieder mit dem Antrag Familiensplitting. Doch beide Anträge sind durch permanente Wiederholung nicht unbedingt besser. Ein Blick ist übrigens auch nicht viel substanziell Neues dazugekommen. Sie haben ein Gutachten aus dem Jahr 2013 als Studie herangezogen. Also keine neuen Fakten, die es wert wären, überhaupt auch über das Thema, was durchaus interessant ist, auch zu sprechen. In Deutschland haben wir ein funktionierendes System aus Ehegattensplitting, Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag und Kindergeld. Und wenn man Ihrem Antrag ein Stück näher kommt und das Kindersplitting-Modell anguckt, dann vergleichen Sie das ein Stück weit mit Frankreich. In Frankreich haben die ersten zwei Kinder 0,5 Splitting sozusagen. Also eine vierköpfige Familie hat einen Splitting-Faktor von 3 und jedes weitere Kind hat einen Splitting-Faktor mehr. Aber schaut man in die Statistik, also vergleicht man sozusagen die Entlastungen zwischen Frankreich und Deutschland, dann sieht man, dass unser System bestehend eben aus Ehegattensplitting, Kinderfreibetrag, Kindergeld, mehr Entlastung bringt als das System in Frankreich. Und deswegen bleiben wir auch bei diesem System, was wir in Deutschland haben. Und sie impliziert trotzdem weiterhin, dass sozusagen dieses Splitting-Modell besser wäre. So wie Sie es anlegen, entlastet es nicht die alleinerziehende Mutter, entlastet es aber auch nicht die Familie mit niedrigem Einkommen und vielen Kindern,
sondern hat einen Fehlanreiz. Deswegen, wenn wir darüber diskutieren, dann müssen wir schauen, dass wir gerade die Familien mit vielen Kindern und niedrigen Einkommen entlasten. Und wir haben übrigens beim alleinerziehenden Freibetrag für das Jahressteuergesetz 2022 eine wesentlich höhere Entlastung gefordert, als die Ampelfraktion jetzt umsetzt. Wir haben das ja im letzten Jahr wesentlich erhöht. Das haben Sie abgelehnt. Also wir hätten gerne den alleinerziehenden Freibetrag auf 5.000 Euro angehoben, aber das haben Sie abgelehnt. Also wenn Sie von Entlastungen sprechen, dann sollten Sie es auch umsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel. Die Ampel hat ja angekündigt, dass das Ehegattensplitting bald Geschichte sein wird. So steht es zumindest in Ihrem Koalitionsvertrag. Nach den heutigen Reden habe ich ein bisschen Bedenken, dass Sie trotzdem politische Vorgaben machen, wie Familie durchzuführen ist. Und das darf nicht sein. Ich kann das nur wiederholen. Die Familien sollen die Freiheit haben, zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten. Und alle Wege sind die richtigen Wege. Deswegen, glaube ich, sollten wir da keine politischen Vorgaben machen. Und vielleicht ein letzter Aspekt zu dem Antrag Senkung der Umsatzsteuer auf Kinderartikel und so weiter auf 7%. Wir brauchen, Kollege Günzler hat es ja auch schon bei den Umsatzsteuerreden immer wieder erwähnt, richtigerweise, wir brauchen eine ehrliche Diskussion darüber, wie dieser Flickenteppich Umsatzsteuer sozusagen gestaltet werden kann und wie wir hier eine klare Linie reinbringen. Und wenn wir Familien weiter entlasten wollen, dann können wir das konsequenter mit dem bestehenden Steuersystem machen. Und wir haben Stellschrauben, die leider die Ampel leider nicht in der Weise nutzt. Zum Beispiel hätten wir die kalte Progression schon im Jahr 2022 abmildern können, hat die Ampel leider nicht vorgenommen. Wir hätten eine weitere Abflachung des Steuertarifs vornehmen können. Wir hätten eine weitere Abflachung des Steuertarifs durch Abbau des Mittelstandsbaus machen können, haben Sie nicht vorgenommen. Also, wenn wir hier auch die Debatte, ich habe es gerade erwähnt, um den alleinerziehenden Freibetrag, die Erhöhung haben Sie nicht vorgenommen. Also, wenn wir was tun wollen für Familien mit Kindern, haben wir genug Möglichkeiten. Wir können die gerne angehen. Ich freue mich auf eine Diskussion im Finanzausschuss über die verschiedenen Möglichkeiten. Wir müssen die Familien mit Kindern weiter voll im Blick haben, denn sie sind die Zukunft unseres Landes, die Kinder, und brauchen unsere Unterstützung. Und deswegen Freiheit für die Familien zu entscheiden, wie sie es umsetzen. Ich freue mich auf die Diskussion. Die Anträge lehnen wir aus den genannten Gründen ab. Und für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, sehr geehrter Herr Kollege Brehm, es gibt in Deutschland eine große Vielfalt an Familienformen, sehr bunt, sehr vielfältig. Und das ist super gut, dass es so ist. Und es ist auch richtig, dass Eltern, Väter und Mütter entscheiden, ob sie arbeiten, wie viel sie arbeiten. Die Freiheit sollen und müssen sie haben. Das ist genau unser Menschenbild. Und ich glaube, das eint fast alle Fraktionen hier im Bundestag. Da gibt es keinen Unterschied. Herr Brehm, wir setzen auf die Freiheit der Eltern. Aber wo es einen Unterschied gibt, ist, wir wollen nicht einseitig bestimmte Familienbilder finanziell fördern, sondern das ist der zentrale Punkt. Und deswegen wollen wir Grüne im Gegensatz zur Union das jetzige System, Sie haben es eben beschrieben, das Familienleistungsausgleich mit Ehegattensplitting, Kindergeld, Kinderfreibeträgen grundlegend ändern. Und deswegen ist bei uns auch nach wie vor auf der Agenda und im Programm, dass wir das Ehegattensplitting ersetzen wollen durch eine Individualbesteuerung, weil durch das Ehegattensplitting werden hohe Einkommen bevorzugt. Das ist ungerecht. Es ist eben nicht unabhängig von dem Familientyp, sondern wir wollen eine Förderung, die unabhängig vom Familienstatus der Eltern ist. Und das Ehegattensplitting setzt falsche Anreize für Frauen, und deswegen wollen wir das Ehegattensplitting gerne weghaben. Und was die Anreize betrifft, wird die Ampel noch einen wichtigen Schritt gehen, nämlich die Lohnsteuerklasse 5 abschaffen. Das ist ein wichtiger Schritt, um negative Arbeitsanreize für Frauen zu beseitigen, um mehr Gleichstellung zwischen Männern und Frauen hinzukriegen. Die Ampel wird da aktiv werden. Und vor allen Dingen werden wir als Ampel eine Kindergrundsicherung einführen. Und das nicht irgendwann, sondern wir haben ja schon Schritte getan. Wir haben den Kindersofortzuschlag eingeführt, 20 Euro mehr für Menschen mit Familien mit geringem Einkommen. Wir haben
beschlossen, das Kindergeld zu erhöhen ab 1. Januar, die größte Kindergelderhöhung, die es überhaupt gibt, auf 250 Euro. Und das ist ein großer Schritt hin zu dem Garantiebetrag der im Koalitionsvertrag verabredeten Kindergrundsicherung. Dieser Garantiebetrag soll alle Kinder unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Im Koalitionsvertrag steht das Ziel, künftig allein durch den Garantiebetrag den verfassungsrechtlichen Vorgaben nach Freistellung des kindlichen Existenzminimums bei der Besteuerung des Elterneinkommens zu entsprechen. Das Ziel ist noch nicht erreicht. Noch immer bekommen Eltern, die ein hohes Einkommen haben, also Bundestagsabgeordnete oder noch höheres Einkommen, mehr für ihre Kinder als Eltern mit mittleren Einkommen. Das halten wir für ein großes Gerechtigkeitsproblem. Aber mit der Anhebung auf 250 Euro haben wir diese Gerechtigkeitslücke verringert. Und wir Grünen würden da gerne noch weitergehen. Und da werden wir in der Koalition im Rahmen der Kindergrundsicherung noch drüber reden. Es gibt zwei Stellschrauben, entweder ein noch höherer Garantiebetrag oder wir diskutieren über den sogenannten BEA-Freibetrag, von dem die Reicheren vor allen Dingen profitieren. Das wäre eine Möglichkeit, dass Menschen mit hohem Einkommen eine geringere Förderung für ihre Kinder kriegen. Auch das wäre ein gerechter Schritt. Da werden wir mit dem Finanzminister noch mal drüber zu diskutieren haben und auch mit dem Koalitionspartner von der SPD. Wäre für uns aber ein wichtiger Punkt. Neben dem Garantiebetrag gibt es aber noch den zweiten Baustein in der Kindergrundsicherung, wenn es um die Menschen mit geringem Einkommen geht. Den nennen wir Zusatzbetrag für Kinder mit Eltern mit geringem Einkommen. Und da sind für uns zwei Punkte besonders wichtig. Wichtig, vor allen Dingen im Gegensatz zum jetzigen System, muss man ja bei dem System in Anführungszeichen sagen, ist, dass es eine automatische Auszahlung gibt oder zumindest weitgehend automatische Auszahlung. Jetzt haben wir ja das Phänomen, dass viele Leistungen gar nicht in Anspruch genommen werden, weil die bürokratischen Hürden zu groß sind, weil die Leute das gar nicht wissen, dass sie diese Leistungen bekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass nicht die Menschen zu den Leistungen gehen, sondern die Leistungen zu den Menschen kommen und die Leute das ohne große Bürokratie in Anspruch nehmen können und die Leistung bekommen, die ihnen ja auch zusteht. Automatische Auszahlung, ein ganz zentraler Punkt der Kindergrundsicherung. Und der zweite Punkt ist, im Koalitionsvertrag steht, dass wir das Existenzminimum neu definieren wollen. Und da sind uns die 20 Euro Sofortzuschlag noch nicht ausreichend. Da würden wir gerne noch drauflegen. Da ist das BMAS gefordert, einen Vorschlag vorzulegen im Rahmen der Diskussion. Das wird auch noch mal ein wichtiger Punkt werden, weil das bisherige Leistung für Menschen mit geringem Einkommen reicht nicht aus. Da brauchen wir mehr. Man sieht, die Ampel ist tatkräftig dabei, Herr Strengmann-Kuhn, letzter Satz, bitte. Den Kopf auf die Füße zu stellen und ein Existenzminimum für Menschen mit geringem Einkommen zu garantieren und Menschen mit mittlerem Einkommen finanziell zu unterstützen. Vielen Dank. So, damit kommen wir zum nächsten Redner hier in dieser Debatte zum sogenannten Familiensplitting. Das ist Maximilian Mordhorst, FDP-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein schlechter Antrag der AfD ist hier mehrfach zur Sprache gekommen. Drei krude Reden, die wir gehört haben. Die Leistungsbilanz der Herren König, Reichert und Gottschalk ist das beste Beispiel und das beste Argument dafür, dass es vollkommen in Ordnung in diesen Zeiten ist, dass auch der Mann mal zu Hause bleibt und die Care-Arbeit erledigt. Dass wir moderner werden, denn es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen Männern und Frauen, zumindest im Regelfall und erst recht nicht nur wegen ihres Geschlechtes. Wir sind deswegen auf genau dem richtigen Weg dabei, das Steuersystem in diesem Bereich zu modernisieren, leistungsgerecht zu machen, nicht Anreize zu setzen, dass eines der beiden Geschlechter nur zu Hause bleibt, sondern dass man selbst entscheidet, wer das machen möchte. Zweitens, wir haben ein großes Problem dabei, dass in Ihren Reden die Menschen, die hierzulande arbeiten oder die einheimisch sind, die deutsche Staatsbürger sind, gegen Einwanderer ausgespielt werden. Das ist genau der falsche Weg. Ich bin jedem dankbar, der sich hier entscheidet, eine Familie zu gründen. Genauso wenig, wie ich jedem dankbar bin, der hierher kommt, um sich etwas aufzubauen, die Sprache lernt, sich an die Regeln hält. Das ist genau der richtige Weg. Und deswegen bin ich froh, dass wir ein Einwanderungsgesetz auf den Weg bringen, auch gegen Ihre Kuhn.
diesen Stimmen. Drittens, bei der Mehrwertsteuer sehen wir eher Unregelmäßigkeiten schon im bisherigen System, die zu komischen Ergebnissen führen. Wir sollten dort eher auf Vereinheitlichung setzen, statt mit so einem komischen Begriff wie Artikel des Kinderbedarfs. Kollege Herbrand hat darauf hingewiesen, noch mehr Unregelmäßigkeiten in das System zu bringen. Und viertens, das angepeilte Tagungsende für heute ist 3.25 Uhr. Und deswegen schenke ich Ihnen die letzten zwei Minuten Redezeit und hoffe, dass andere meinem Beispiel folgen. Und für die Unionsfraktion hat das Wort Dr. Hermann Josef Tebroke. Hermann Josef Tebroke sitzt im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, vor allem liebe Familien, Familien entlasten, keine Familie darf auf der Strecke bleiben. So sind die beiden Anträge, die hier vorliegen, überschrieben. Und ich kann sagen, werde das nicht. Ich gehe fest davon aus, dass es darüber eine Einigkeit hier im Plenum gibt. Alle wollen dafür sorgen, dass Familien entlastet werden und keine Familie auf der Strecke bleibt. Aber ist das auch das vorrangige Motiv der Antragsteller? Im Antrag ist mal davon die Rede, dass man den Gründen entgegenwirken möge, weswegen Menschen sich gegen ihren eigentlichen Wünschen gegen Kinder entscheiden. Wenn ich jetzt aber die Wortbeiträge jetzt aus der Debatte höre, habe ich erhebliche Zweifel, ob das das vorrangige Motiv ist. Und zum Zweiten, im Antrag wird deutlich gemacht, es ginge darum, die finanzielle Armut in Familien zu bekämpfen. Ich sehe aber, dass Instrumente vorgeschlagen werden in einer Variante, durch die gerade nicht die belasteten Familien in besonderer Weise berücksichtigt werden, sondern diejenigen, die einkommensstärker sind. Darum meine Zweifel an der aufrichtigen Motivation der Antragsteller. Meine Damen und Herren, aber positiv gewendet an dieser Stelle. Ich bin froh und dankbar darüber, dass wir eine Debatte über Familienpolitik hier heute Nachmittag führen können. Es ist wichtig, dass wir auch diese Gelegenheit nutzen, den Familien mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung zukommen zu lassen. Wir brauchen ein wertschätzendes Umfeld. Wir brauchen eine Willkommenskultur. Familien brauchen Infrastruktur. Sie brauchen Zeit füreinander und sie brauchen finanziellen Spielraum. Und darauf stellt der Antrag zumindest im Wortsinne ab. Und das soll auch dasjenige, was ich in der Sache ansprechen möchte, sein. Familiensplittung. Welche Variante? Sie haben sich offensichtlich für die Familientarifsplitting-Variante entschieden. Warum nicht die Realsplitting-Variante? Dazu sagt der Antrag nichts. Ich hätte auch gerne mehr erfahren darüber, wie Sie die Zählung der Kinder für den Divisor vornehmen. 0,5, 1,0 sind gerade schon diskutiert worden. Einige Berechnungen, die Sie anstellen lassen haben durch die Bundesregierung, kommen auf 3,0, wenn man die 100.000 Steuer freistellen will. In jedem Fall aber, das ist der wichtige Punkt, profitieren insbesondere einkommensstarke Familien von diesem Modell. Und das ist eben angesichts des erklärten Motivs etwas problematisch. Man könnte Obergrenzen einführen, was die steuerlichen Effekte angeht. Darüber sagen Sie gar nichts. Wäre auch dann natürlich intransparenter, schwieriger vielleicht zu kommunizieren. Erstaunlich, Sie halten am Kindergeld fest. In welcher Höhe? 250 Euro, 300. Man könnte auch argumentieren, in Höhe der maximalen Entlastung, die durch einen Kinderfallbetrag, Sie gehen auf einen Grundfallbetrag, resultieren könnten. Ist das so, damit jeder was davon hat? Jedenfalls eine günstige Prüfung findet nicht statt. Und das begünstigt natürlich wieder insbesondere die einkommensstärkeren Gruppen. Warum das? Meine Damen und Herren, und last but not least, die Kosten, die mit einem solchen Projekt verbunden sind, werden nicht expliziert. Darauf haben meine Vorrednerinnen und Vorredner bereits hingewiesen. 30 bis 40 Milliarden, sagen erste Schätzungen, andere Schätzungen gehen auf 70 Milliarden. Hängt natürlich davon ab, wie diese Variante des Familienmodells genau, des Familiensplittingsmodells genau ausgestaltet wird. Darüber haben wir eben noch viel zu wenig erfahren. Ist das denn am Ende gerecht, auch gerecht gegenüber allen Familien, was Sie da vorhaben? Ist das am Ende wirksam und vor allem ist es effizient? Ich habe junge Familien oder Familien auch mit jüngeren Kindern, aber ich habe auch junge Erwachsene vor Augen. Die sagen, es ist ja alles gut und schön, wenn ihr euch da solche Schaufensterprojekte ausdenkt. Aber ist denn sichergestellt, dass die Gegenfinanzierung funktioniert? Da wird immer gesagt, man spare an anderer Stelle. Oder ist das am Ende des Tages nicht doch wieder eine Neuverschuldung? Und wer zahlt denn die Kapitaldienste dieser neuen Verschuldung von, sagen wir mal, 70 Milliarden pro Jahr? Da sind doch wieder wir. Ist das familien- und kinderfreundlich, wenn diese Fragen nicht abschließend geklärt sind, solche großartigen Projekte hier aufzublasen? Ich finde, die jungen Menschen haben recht.
Meine Damen und Herren, wir haben als Union sehr wohl die Auffassung, dass man steuerpolitisch auch agieren muss, wenn man familienpolitisch aktiv sein will. Und da widerspreche ich Ihnen, Frau Wissler, Sie haben eine andere Auffassung vertreten. Familienpolitik ist eben nicht nur Sozialpolitik, auch Sozialpolitik, aber auch Steuerpolitik. Und darum sind wir auch als Union, auch in der Oppositionszeit, intensiv im Austausch mit Familienverbänden, die sehr genau aufzeigen können, was für die Familien gerade in belasteten Situationen vielleicht gut oder weniger gut ist. Über die Umsatzsteuer hat mein Kollege schon einiges gesagt. Der Antrag ist fast deckungsgleich mit dem alten Antrag. Die Argumente sind ausgetauscht worden, auch angesichts des Antrags der Linken seinerzeit. Dazu brauche ich nicht mehr zu sagen. Aber zweitens, wir sind als Union nicht nur steuerpolitisch für Familien unterwegs, sondern eben auch im Bereich der Familiensozialleistungen haben wir Vorstellungen geäußert und weiterentwickelt, wie diese zusammengeführt werden sollen und können. Es ist unser gemeinsames Ziel, sollte es jedenfalls sein, den Familien im Bedarfsfall den Zugang zu den notwendigen Leistungen zu erschließen. Und Herr Schrodi, so oft Sie das Projekt Kindergrundsicherung aufrufen, desto mehr meine Zweifel, ob das jemals was wird. Das ist wie so ein Zauberwort, wie eine Beruhigungsformel. Da kommt irgendwann mal die Kindergrundsicherung, dann werdet ihr alle staunen, was sie kann. Ich mache mir große Sorge, dass bis dahin die Familien, die Hilfe brauchen, längst schon in die Röhre schauen. Meine Damen und Herren, Kinder sollen kein Armutsrisiko sein und sollen auch nicht darauf beschränkt werden. Kinder sind willkommen in der Gesellschaft und sie sind ein Gewinn, auch und nicht nur für unsere Eltern. Kinder zu erziehen, hat jemand mal gesagt, braucht es ein ganzes Dorf, aber nicht eines Füllhorns, das unüberlegt ausgeschüttet wird. Und darum müssen wir beide Anträge wie vorliegend ablehnen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und für die und damit kommen wir hier zur letzten Rednerin, bevor diese Anträge überwiesen werden. Das ist Melanie Wegling für die SPD und sie sitzt im Finanzausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD meint, Familien entlasten zu wollen, hört, hört. Doch was sich dahinter verbirgt, ist ein Vehikel für ein reaktionäres Familien- und Frauenbild. Wenn ich mir das durchlese, bekomme ich ehrlicherweise eine Gänsehaut. Dann lassen wir uns mal genau hingucken. Wer profitiert denn eigentlich von einer Verschärfung des aktuellen Splittings? Das sind vor allem, wir haben es heute schon gehört, Familien mit höherem Einkommen und zugleich die Familien, wo der Einkommensunterschied zwischen den beiden Verdienenden besonders groß ist. Was fördert ein solches Splitting also? Traditionelle Rollenbilder, Mann Alleinverdiener, Frau zu Hause bekommt möglichst viele Kinder. Da also soll ein antiquiertes Bild einer traditionellen Familie mit einem männlichen Alleinverdiener steuerlich zementiert werden, das Frauen abhängiger und womöglich im Alter ärmer macht. Doch genug zu diesem aufgewärmten Antrag aus der AfD-Mottenkiste. Hin zu dem, was Familien in all ihrer Vielfalt tatsächlich befähigt und was unserer gesellschaftlichen Realität im 21. Jahrhundert entspricht. Was wir brauchen, ist eine Politik, die Familien unterstützt, sodass beide arbeiten gehen können, sodass Frauen finanziell unabhängig und beruflich ausgefüllt sind und so, dass wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Wir können es uns doch gar nicht mehr leisten, dass ein Elternteil zu Hause bleibt oder nur mit wenigen Stunden arbeitet. Wir brauchen gerade auch die oftmals gut ausgebildeten und hochqualifizierten Frauen auf einem Arbeitsmarkt, der händeringend Fachkräfte sucht. Doch noch immer ist die Erwerbsquote von Frauen in Deutschland deutlich niedriger als die der Männer. Und vor allem sind sie viel häufiger als Männer in Teilzeit und geringfügiger Beschäftigung tätig. Mehr als die Hälfte der Frauen arbeitet in Teilzeit. In 75% aller Haushalte sind Frauen die schlechter Verdienenden. 75%. Was sorgt für diese 75%? Was lässt die Frauen zu Hause bleiben? Das sind fehlende Kita-Plätze, das sind ungeeignete Elternzeit- und Minijob-Regelungen und das ist auch ganz maßgeblich unser Steuersystem. Namentlich das Ehegattensplitting, das negative Arbeitsanreize für Frauen setzt und das die AfD nun auch noch ausbauen möchte. Zum Glück sieht die Ampel im Koalitionsvertrag weitaus vernünftigere familienpolitische Maßnahmen vor. Einige wurden schon umgesetzt. Wir bekämpfen Kinderarmut und sichern Familien besser finanziell ab durch die jüngst beschlossene Kindergelderhöhung sowie die ersten Schritte hin zu einer modernen Kindergrundsicherung.
Wir unterstützen Eltern dabei, die Erwerbs- und Sorgearbeit gerechter untereinander aufzuteilen. Dazu stärken wir Schulen und Kitas, nicht zuletzt mit dem Kita-Qualitätsgesetz, über das wir am Freitag abstimmen werden. Die Partnermonate beim Elterngeld werden erweitert, Alleinerziehende, Selbstständige und auch Pflegeeltern besser berücksichtigt. Und was mir persönlich ganz wichtig ist, wir wollen mit einem gerechteren Steuersystem für eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen sorgen. Das ist nicht nur ein Gebot des Arbeitsmarktes, den weiterhin verbreiteten Fachkräftemangel habe ich erwähnt. Es ist schlicht ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft. Frauen sind oft besser ausgebildet und wollen oft mehr arbeiten. Dieses Potenzial darf nicht ungenutzt bleiben. Und es ist auch ein Gebot der Gerechtigkeit. Besser ausgebildet, aber schlechter bezahlt, das ist schlichtweg ungerecht. Für jede einzelne Frau ist es eine ganz konkrete Frage der gesellschaftlichen Teilhabe, der Chancengleichheit und der Gleichberechtigung. Frauen müssen finanziell und in ihrer Lebensführung unabhängig sein können. Sie müssen arbeiten gehen können und gerecht bezahlt werden, um auch eine gute Rente zu bekommen. Die Wirtschaftsweisen und auch das DIW analysieren ganz klar. Eine höhere Erwerbstätigkeit von Frauen bedeutet mehr verfügbare Fachkräfte, sorgt damit für Wachstumsimpulse, reduziert weibliche Altersarmut und entlastet auch die gesetzliche Rentenversicherung durch höhere Beiträge. Folglich raten Ökonomen zu einer Reform des Ehegattensplittings, die stärkere Arbeitsanreize für die eine unterbeschäftigte Hälfte der Ehegemeinschaft setzt. Die Vorstellungen der AfD würden genau das Gegenteil bewirken. Wir brauchen also vielmehr eine Reform der Steuerklassen, sodass nicht mehr ein antiquiertes Familienmodell und eine fatale Frauenrolle steuerlich gefördert werden, sondern eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und damit auch eine gerechtere Aufteilung der Erwerbs- und der Sorgearbeit. Was wir hier im Bundestag als großen Rahmen steuer- und familienpolitisch umsetzen können, das ist die eine Seite. Die andere Seite zeigt für mich das inspirierende Beispiel des Female Finance Forums, das sich die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen auf die Fahnen geschrieben hat. Seine Gründerin, die Ökonomin Claudia Müller, habe ich vor kurzem kennengelernt. Sie bietet Workshops und Weiterbildung exklusiv für Frauen zu der Fragestellung an, welche Rolle spielen Finanzen bei der Gleichberechtigung, wie sichere ich mich finanziell für die Familienplanung, das Alter oder im Falle von Scheidung oder Unfall ab. Dieses Angebot aus der Zivilgesellschaft deckt einen wichtigen Bedarf. Es deckt diesen Bedarf aber vor allem, weil unsere Finanz-, Familien- und Arbeitsmarktpolitik Frauen noch viel zu stark benachteiligen. Als Finanzpolitikerin ist es mir ein Anliegen, das zu ändern. Und dabei spielt ein gerechteres Steuersystem eine maßgebende Rolle. Das aktuelle, aus den 1950er Jahren stammende Ehegattensplitting schafft finanzielle Abhängigkeit und damit Ungerechtigkeit. Der AfD-Vorschlag würde diese toxischen Effekte noch weiter verstärken. Die darin erwähnten Maßnahmen sind nicht nur familienfeindlich und reaktionär, sondern verfestigen das Armutsrisiko der Frauen und wirken sogar wachstumshemmend. Eine vernünftige Finanzpolitik für unsere Welt von heute stärkt dagegen die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen und damit unsere Familien, unsere Wirtschaft und unsere gesamte Gesellschaft. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache und interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 4672 und 4668 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere? Das bedeutet also, dass wir noch über diese Anträge diskutieren werden, beziehungsweise die Abgeordneten erst in den Ausschüssen und dann natürlich auch noch einmal im Plenum.